Herzlich willkommen zu unserem Webinar mit dem Titel Ein Blind Date mit virtuellen Studierenden, Sensibilisierung durch Perspektivwechsel. Ich freue mich, hier ein kleines Team aus dem Projekt Shuffle vorstellen zu dürfen, die an Katrin Böhm von der PH Heidelberg, Patricia Piskorek von der Hochschule der Medien in Stuttgart und Niklas Egger auch von der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wir wollen Ihnen heute eines der Resultate vorstellen, die aus dem Shuffle-Projekt hervorgehen. In dem Shuffle-Projekt sind mehrere Partner mit verbunden. Das sehen wir nachher noch an. Katrin Böhm wird uns noch zeigen, wer da alles mitmacht an Hochschulen, an Partnern. Und wir sind jetzt mittendrin in unserer Projektperiode. Wir haben jetzt über 2 Jahre schon hinter uns und werden noch circa 1,5 Jahre damit zu tun haben. Also ein guter Zeitpunkt, um Ihnen mal so vorab zu präsentieren, woran wir arbeiten und auch schon Teilergebnisse zur Verfügung zu stellen. Vorab schon, dieses Webinar wird aufgenommen und Sie können später das auch dann nochmal anhören oder anderen weitergeben. Dazu empfehle ich, dass Sie sich einfach bei unserem Newsletter registrieren und dann kriegen Sie da alles mit. Ich stelle das mal in den Chat. Ja, das war das Falsche. Jetzt nochmal. So, ansonsten würde ich einfach gerne weitergeben an Katrin. Dann könnt ihr uns berichten, was ihr alles erarbeitet habt. Bitte schön. Perfekt, vielen Dank, Gottfried. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie alle da sind und Interesse daran haben, dass wir Ihnen mal zeigen, was wir bisher in diesem Teilprojekt von Shuffle entwickelt haben. Genau, deswegen, unser aktuelles Webinar heißt Ein Blind Date mit virtuellen Studierenden, Sensibilisierung durch Perspektivwechsel. Und ich darf Ihnen jetzt gleich erstmal kurz einen kurzen Einblick geben, wer wir eigentlich sind und wer Shuffle ist. Und dann möchte ich Ihnen gerne ein paar Hintergrundinformationen zur Entwicklung von Blind Date geben, nämlich die Bedarfserhebung, die zu Beginn auch unseres generellen gesamten Projektes stand. Ich möchte Ihnen gerne die Ziele vorstellen, die wir mit Blind Date verfolgen. Dann habe ich eben im Titel schon von virtuellen Studierenden gesprochen. Die kann man auch sogenannte Personas nennen. Da möchte ich ganz kurz mit Ihnen drauf schauen, was sind denn Personas und wie haben wir unsere Personas entwickelt? Und dann wird es tatsächlich sehr konkret. Dann schauen wir nämlich gemeinsam auf Blind Date und geben Ihnen einen Einblick und auch einen kleinen Teaser in den aktuellen Stand. Also Sie sehen hier auf der rechten Seite dieser Folie schon unsere erste Persona, eine unserer Personas, nämlich Kilian, der da sitzt. Und Sie werden auch auf den folgenden Folien noch ein paar weitere schon mal zu Gesicht bekommen. Und natürlich ganz am Ende würden wir dann gerne noch auf Fragen eingehen. Gottfried sammelt die Fragen, die in den Chat kommen. Da können Sie gerne jederzeit reinposten und dann werden wir die gemeinsam uns anschauen. Genau. Wie ich eben bereits sagte, wir sind Mitarbeitende des Forschungsprojekts Shuffle. Shuffle ist ein Akronym und ist zusammengesetzt aus mehreren Buchstaben von Hochschulinitiative Digitale Barrierefreiheit für alle. Und genau, wir sind gestartet im Sommer 21 und dank einer Verlängerung dürfen wir noch bis Ende Dezember nächsten Jahres gemeinsam forschen zum Thema digitale Barrierefreiheit. Und mit wir meine ich, wir sind ein Verbundprojekt, die vier Hochschulen, die da mitmachen, nämlich die Hochschule der Medien in Stuttgart, die Universität in Bielefeld und die beiden pädagogischen Hochschulen, einmal in Freiburg und einmal in Heidelberg. Und gefördert wird unser Projekt durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Genau. So, was wollen wir denn mit Shuffle überhaupt erreichen? Und zwar ist es ein Ziel des Shuffle-Projektes, eine chancengerechte Teilhabe an digitaler Lehre für Studierende mit individuellen Bedarfen zu erreichen. Wir haben hier für uns im Projekt den Begriff Studierende mit individuellen Bedarfen. Denn wir nutzen unter anderem den UDL-Ansatz, also Universal Design for Learning, in unserer Arbeit im Projekt. Und unter anderem sagt dieser Ansatz, dass Lernumgebungen so gestaltet sein sollen, dass sie für alle Lernenden frei zugänglich sind. Und diese alle Lernenden versuchen wir mit Studierenden mit individuellen Bedarfen unter anderem abzudecken. Und
Was braucht es eben, um diese chancengerechte Teilhabe zu erreichen? Wir haben für uns da verschiedene Punkte, definiert. Wichtig ist uns, dass Ich versuche mal quer einzusteigen. Ich glaube, Ann-Kathrin war gerade bei dem unteren Punkt, dass es in Shuffle generell das Ziel hat, eben ein Bewusstsein für sowie Grundkenntnisse über digitale Barrierefreiheit zu vermitteln und das bei Lehrenden und Studierenden, wobei sie merken werden, dass insbesondere Blind Date sich hauptsächlich an die Lehrendenseite richtet und es eben um die Studierenden geht. Und du musst halt sagen, wenn ich weitermachen soll, ja? ganz gerne weitermachen. Okay. Genau. Wir haben jetzt noch das Thema unserer Bedarfserhebung. Das heißt, wir haben zu Projektbeginn mal erfragt, wie sieht es überhaupt aus bei den Studierenden in Deutschland? Mit welchen Daten arbeiten wir hier? Und haben da ein paar Statistiken auf der nächsten Folie. Wir haben herausgefunden, dass es 2,9 Millionen Studierende in Deutschland gibt, von denen 16% mindestens eine studienerschwerende gesundheitliche Beeinträchtigung haben, was ganz schön viel ist. Und 65% davon, was vor allem im Vergleich zu den Vorjahren extrem gestiegen ist, haben eine psychische Erkrankung, also eine unsichtbare Beeinträchtigung, die man ihnen nicht direkt ansieht. Nur 10% haben eine amtlich festgestellte Behinderung. Und wie ich bei den psychischen Erkrankungen schon angesprochen habe, da gibt es natürlich auch noch andere Beeinträchtigungen, die nicht auf Anhieb wahrnehmbar sind. Und das ist insgesamt sogar bei 97% der Betroffenen der Fall. Wir haben dann auch nochmal eine eigene Bedarfserhebung gemacht. Die Ergebnisse eben haben wir der Best-3-Studie entnommen und haben selbst nochmal nachgeforscht, ja, wie und wo ist digitales Studieren eigentlich chancengerecht? Was passiert da schon? Was ermöglicht eine Teilhabe für alle? Welchen Problemen sehen sich Studierende konfrontiert? Und haben dann unseren 4 Projektstandorten Studis befragt und haben knapp 700, um genau zu sein, 695 Studierende mit unserem Fragebogen erreicht. Und wir haben uns dann einzelne Studierende nochmal sozusagen rausgepickt und mit denen nochmal Interviews geführt, wo wir nochmal wirklich in die Tiefe gefragt haben und auch Zitate entnehmen konnten, die es später sogar, wie wir sehen werden, auch Blind Date geschafft haben von Studierenden, die von sich und ihren Problemen im Studium erzählen. Danke, Patricia. Jetzt ist Ann-Kathrin wieder da und kann weitermachen. Perfekt, danke. Jetzt geht's auch wieder. Entschuldigung, für die kurze Unterbrechung. So viel zu technischen Schwierigkeiten und digitaler Barrierefreiheit. Danke, Patricia, fürs Übernehmen. Genau. So, du hast wahrscheinlich jetzt schon über die Perspektive der Studierenden gesprochen, zumindest den Anfang, den wir in der Bedarfserhebung gemacht haben. Genau. Dann gehe ich doch mal weiter. Hattest du diese Folie schon vorgestellt? Genau. Ja, danke schön. Wir haben unter anderem in der Bedarfsanalyse erfragt, die Studierenden, die knapp 700, ob sie denn auf individuelle Umstände stoßen, die sich erschwerend auf ihr Studium auswirken. Da haben 75% der Befragten tatsächlich mit Ja geantwortet. Und dann haben wir zusätzlich noch erfragt, welche dieser unten aufgeführten individuellen Umstände sich dann eben erschwerend auf ihr Studium auswirken. Da sieht man hier auf der rechten Seite ein Balkendiagramm. Da sind die Barrieren zusammengefasst. Da man das tatsächlich gar nicht so gut erkennen kann, weil es so viele sind, habe ich auf der linken Seite Ihnen mal ein paar Zahlen rausgepickt. Und zwar gaben 41% der Studierenden, die befragt wurden, an, dass sie Schwierigkeiten im Studium haben. Unter diese fallen zum Beispiel Prüfungsangst oder Probleme mit Leistungsdruck. 28% gaben an, eine psychische Erkrankung zu haben. Und 27% sagten, dass sie Schwierigkeiten hätten in der Vereinbarkeit zwischen Job und Studium.
24% gaben an, keinerlei erschwerende Umstände wahrzunehmen. Und 23% sagten, dass sie unter anderem familiäre Verpflichtungen haben, die sich erschwerend auf ihr Studium auswirken. Und 9% gaben an, eine chronisch-körperliche Erkrankung zu haben. Genau. So, jetzt ist dann natürlich die Frage, da gerne eine Folie weiterklicken. Das ist ja jetzt gerade nicht mehr mein Job. Dankeschön. Jetzt haben wir uns die Studierenden angeguckt. Wie Patricia wahrscheinlich schon vorher dargestellt hatte, ist ne, eine sehr große Zahl an Studierenden. Wir haben uns die Bedarfe angeschaut. Und dann geht es aber natürlich auch darum, wie geht es den Lehrenden? Haben uns auch die Lehrendenperspektive angeschaut und gefragt, inwieweit sind Lehrende denn auf die digitale Umsetzung von chancengerechter Lehre vorbereitet? Auch hier haben wir an den 4 Standorten einen Fragebogen verteilt. Es haben insgesamt 179 Lehrende teilgenommen. Und zusätzlich haben wir auch hier Interviews geführt, qualitative Interviews mit 6 Dozierenden und 4 Leitenden von den Hochschulen. Und auch hier habe ich Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht, als Ergebnisse. Keine Angst, es wird gleich ein bisschen praktischer. Nichtsdestotrotz fanden wir, dass diese Ergebnisse sehr eindrücklich sind. Und zwar sind das Ergebnisse der quantitativen Befragung, also des Fragebogens. Und in diesen Ergebnissen gaben 40% an der Lehrenden, sich noch keine Gedanken zu barrierefreier bzw. barrierearmer Gestaltung von Lehrveranstaltungen oder ihren Lehrmaterialien gemacht zu haben. 10% gaben an, keinerlei Kenntnisse und 26% kaum Kenntnisse zu digitaler Barrierefreiheit zu haben. Zusammengenommen, also 36% geben an, keinerlei bis kaum Kenntnisse zu digitaler Barrierefreiheit zu haben. 38% gaben an, Schwierigkeiten in der Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit zu haben. Und ja, 75%, also 3/4 der Befragten, gaben Bedenken an bezüglich des zeitlichen Aufwands in der Umsetzung von barrierefreien Materialien. Und 50% hatten eben auch Bedenken bezüglich des technischen Aufwands, der da auf sie zukommt. Das sind jetzt viele Zahlen. Wie gesagt, es wird gleich ein bisschen praktischer. Aber aus diesen Erkenntnissen haben wir versucht, für uns herzuleiten, was können wir, und damit meine ich uns alle, tun, dass eben alle Studierenden an Lehre teilhaben können. Wir haben dafür so ein paar Bereiche für uns definiert. Wir haben gesagt, es ist natürlich wichtig, Handlungskompetenzen von Lehrkräften zu fördern, dass sie selbst ins Handeln kommen, um ihre eigene Lehre barrierefreier zu gestalten. Außerdem haben wir gesagt, es ist natürlich auch wichtig zu überprüfen, welche Soft- und Hardware wird denn beispielsweise schon in der Lehre eingesetzt und ist die überhaupt barrierefrei zugänglich. Dann ein weiterer Punkt, hört sich sehr ja, unkonkret an, Barrierefreiheit generell immer mitdenken. Das kann zum Beispiel Beschaffungen betreffen. Also wenn neue Programme oder sonstiges angeschafft werden sollen, dass da auch schon immer von vornherein Barrierefreiheit mitgedacht wird und nicht dann im Nachhinein festgestellt wird, das ist gar nicht barrierefrei zugänglich und muss vielleicht zeit- und kostenintensiv dann was verändert werden, ja, was umgetauscht werden zum Beispiel. Was können wir noch tun? Beispielsweise auch generelles Wissen zu Barrierefreiheit vermitteln. Das versuchen wir jetzt hier. Das versuchen wir mit verschiedenen Tools, die wir im Projekt entwickeln. Und der Hauptfokus für Blind Date, was jetzt gleich kommt, ist eben der letzte Punkt hier auf der Folie, für Bedarfe sensibilisieren. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn gut für Bedarfe sensibilisieren? Ich habe Ihnen davor jetzt schon und Patricia ja einige Zahlen mitgebracht. Die könnten für viele sehr eindrücklich sein und vielleicht auch schon sensibilisierend wirken. Andere können mit so Zahlen und Daten da weniger anfangen. Und deswegen gibt es Blind Date. Blind Date ist eine, wie schon gesagt, digitale Begegnungsplattform mit virtuellen Studierenden. Das heißt, es geht uns nicht nur darum, generelles Wissen zu Barrierefreiheit zu vermitteln, sondern eben aus der Perspektive der Studierenden für Bedarfe zu sensibilisieren und dann den Lehrenden Handlungskompetenzen oder Handlungsempfehlungen an die Hand zu geben, um ins Handeln zu kommen. So, jetzt wird es konkreter. Was wollten wir mit Blind Date erreichen? Was wollen wir? Wir wollen eben, wie eben schon gesagt, Bewusstsein und auch Empathie fördern für die Bedürfnisse von Studierenden.
Wir wollen aufzeigen, welche Barrieren im Studienalltag auf Studierende zukommen. Aber auch wollen wir zeigen, dass eben welche Strategien denn schon genutzt werden von den Studierenden, welche assistiven Technologien, was sind assistive Technologien und wie können die wirklich eingesetzt werden. Und dann eben noch zusätzlich Handlungsempfehlungen an den Lehrenden an die Hand geben. Genau. So, jetzt habe ich schon mehrmals von virtuellen Studierenden gesprochen und am Anfang auch kurz den Begriff Personas in den Raum geworfen. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz erklären, worum es da geht. Was ist das denn? Ich habe Ihnen dafür ein Zitat mitgebracht von Alan Cooper, der sagt, Personas sind hypothetische Personen mit konkreten Charakteristika. Sie repräsentieren eine bestimmte Zielgruppe und helfen dabei, den Entwicklungsprozess eines Projektes auf die Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern auszurichten. Was bedeutet das genau? Also, Personas sind also keine realen Personen, aber sie sind eine realistische Beschreibung einer Gruppe von Personen. Sie repräsentieren also eine gewisse Gruppe von Personen und sind fiktiv. So, jetzt könnte man natürlich die berechtigte Kritik anbringen, naja, aber wie kann denn eine Person eine ganze Personengruppe repräsentieren? Und gerade im Bereich von Menschen mit Behinderung ist das nicht ziemlich stigmatisierend, was wir da tun. Haben wir uns natürlich auch mit auseinandergesetzt. Und deswegen möchte ich Ihnen kurz etwas zu der Entwicklung dieser Persona sagen. Wir haben unter anderem die quantitative und die qualitative Bedarfsanalyse, die ich vorher schon vorgestellt habe, genutzt. Also alle Zitate und Aussagen, die Sie auf Blind Date finden, sind zusammengeführte Aussagen der Studierenden. Wir haben unter anderem Workshops mit Studierenden und Lehrenden geführt, um herauszufinden, wie können diese Repräsentationen durch die Personas authentisch sein. Wir haben außerdem weitere informelle Interviews geführt und Erfahrungsberichte eingeholt. Und so im Prinzip versucht zu zeigen, dass wir die Personas uns nicht ausdenken, sondern eben die realen Erfahrungen der Studierenden zusammengeführt in einer Person. Sie werden gleich, wenn Niklas und Patricia Ihnen Blind Date vorstellen, auch sehen, dass, dass es neben dieser Persona noch weitere Informationsquellen gibt, die das Ganze dann versuchen, so gut wie möglich abzudecken. Genau. Und jetzt würde ich gerne dann an Niklas und Patricia weitergeben, die Ihnen jetzt wirklich einen konkreten Einblick in die Plattform geben, nachdem ich Ihnen jetzt so viel Theoretisches erzählt habe. Wie gesagt, weitere Fragen können Sie nach wie vor in den Chat stellen. Ich gebe weiter an Niklas. Perfekt. Danke, Ann-Kathrin. Auch von meiner Seite aus nochmal ein Hallo in die Runde. Schön, dass Sie bei diesem Webinar mit dabei sind. Ich bin Niklas. Ich bin bei Blind Date hauptsächlich für das Design und die technische Umsetzung zuständig. Also, falls Sie Fragen in diese Richtung haben, dürfen Sie diese natürlich auch gerne stellen. Jetzt würde ich aber sagen, teile ich einfach mal den Bildschirm. Sie sollten jetzt hoffentlich die barrierefreies-blinddate.de Webseite sehen. Stimmt es auch, Ann-Kathrin? Ja. Kannst du kurz nicken? Perfekt, danke. Wunderbar, genau. Wir sehen also die Webseite, die ist in diesem aktuellen Stand für Sie alle schon zugänglich. Sie können sie jetzt kostenfrei besuchen. Allerdings haben wir gedacht, es könnte für Sie vielleicht relativ spannend sein, wenn wir einen Blick hinter die Kulissen werfen auf kommende Inhalte, an denen wir gerade arbeiten. Deswegen wechsle ich jetzt in ein anderes Browser-Tab zu der lokalen Ansicht. Also nur als Erklärung, damit Sie nicht wundern, wo auf einmal gewisse Inhalte hin sind. Auf den ersten Blick sieht man hier keine großen Unterschiede. Wir beginnen mit unseren Titel oder mit unserem Einleitungssatz eine Hochschule für alle, das, was wir möchten. Wenn wir jetzt aber weiter nach unten scrollen, kommen wir zu der sogenannten Vorlesungssaalkomponente. Hier sehen wir eben einen Vorlesungssaal, aber jetzt anstelle von 5 Studierenden sehen wir 6 Studierende. Neu hinzukommt ist Alexander, welchen wir voraussichtlich und hoffentlich nächste Woche, wenn alles gut läuft, veröffentlichen werden. Um kurz mal die Studierenden vorzustellen. Hier am Anfang haben wir Maxi. Maxi hat Depressionen. Daneben sitzt Michelle. Michelle hat eine
chronische Krankheit in Form von Morbus Crohn. Alexander liegt auf dem Autismus-Spektrum. Daneben sitzt Hannah, wie man vielleicht am Ohr erkennen kann, trägt sie ein Cochlea-Implantat. Sie hat eine Hörbeträchtigung. Und neben ihr sitzt Kilian, welcher eine motorische Beeinträchtigung hat, um genau zu sein, Zerebralparese. Und hier ganz vorne sitzt Gabriel. Er hat eine visuelle Beeinträchtigung, und zwar grüner Star. Das sind aktuell unsere 6 Personas. Und vielleicht sehen Sie auch, dass hier noch ein paar Plätze frei sind. Also wenn wir in die Zukunft blicken, möchten wir noch nach Alexander noch 2 weitere Personas veröffentlichen. Das ist zum einen Oliver. Oliver hat eine Leserechtschreibschwäche und ADHS. Und dann noch Faisa, welche eine Mutter eines jungen Kindes bzw. eines Kleinkindes ist und quasi die Gruppe repräsentiert, der Caretaking People, also Studierende, die sich um Kinder kümmern oder auch um ihre Eltern, Großeltern. Weil, wie Ann-Kathrin eben wunderbar aufgezeigt hat und Patricia, ist es auch eine sehr große Gruppe, die wunderbar zu Blind Date passt und einfach auch häufig unter den Studierenden vertreten ist. Bevor wir jetzt aber zu so eine Persona anklicken, so eine Studentin, scrollen wir erstmal noch ein paar Millimeter weiter runter zu noch anderen nicht veröffentlichten Inhalten. Hier sehen wir jetzt, ich sag mal, mehrere Boxen mit einem Titel, jeweiligen Titel und einen Link zu der entsprechenden Unterseite. Und für was ist dieser Inhaltsblock da? Ganz einfach, wir können natürlich, wenn Shuffle gelaufen ist, nicht weiter einfach so fröhlich hier diese Webinare machen oder Brownbags. Und die Webseite sollte ja grundsätzlich für sich alleine stehen. Und viele dieser Informationen, die wir jetzt mit Ihnen schon geteilt haben und noch weitere finden, befinden sich dann eben in diesem Blog beziehungsweise in den entsprechenden Unterseiten. Also Informationen für Lehrende, was ist, wenn ich wenig Zeit habe, worauf sollte ich am besten achten, was sind genau Personas, wie haben wir sie entwickelt. Wir gehen auf wichtige Begriffe ein, was ist die BEST-3-Studie, was ist der Unterschied oder was ist Barrierefreiheit im Allgemeinen. Oder auch auf häufige Fragen, zum Beispiel hier, warum gibt es diese Freunde-Personas auf den orangenen Karten? Eine Frage, auf die wir natürlich auch noch in 1, 2 Minuten oder 3, 4, 5 Minuten eingehen werden. Und dann, was ich jetzt einfach mal ganz frech als Highlight betitel, ist das große Ganze, wo wir uns aktuell ganz große Gedanken machen. Und zwar geht es hier um auch einen Perspektivwechsel. Es geht darum, dass dass Lehrende viele Möglichkeiten haben, nicht nur Studierende mit Beeinträchtigung zu unterstützen, sondern ja auch Studierende im Allgemeinen. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt als Beispiel Untertitel. Untertitel helfen Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, aber Untertitel helfen auch Studierende, die zum Beispiel aus Frankreich kommen oder in Deutschland studieren, also wo Deutsch nicht die Muttersprache ist. Untertitel helfen Studierenden, die in einem Wohnheim wohnen, wo es gerne mal lauter zugeht oder die gerade eine Baustelle vor der Tür haben. Also Sie sehen, es geht in die auch schon angesprochene UDL, Universal Design for Learning, Richtung. Und die möchten wir eben in dieser Komponente aufgreifen. Ich klicke da jetzt noch nicht darauf. Das ist noch eine gigantische Baustelle, das erspare ich Ihnen. Aber einfach so als kleiner Teaser, was Sie in den kommenden Wochen und Monaten erwarten, wenn Sie immer wieder bei Blind Date reinschauen, was Sie hoffentlich machen. Klicken wir jetzt aber auf eine Persona, und zwar hier am Anfang auf Maxi. Wir kommen auf die entsprechende Unterseite. Wir sehen im Titel, dass es sich hier um Maxi handelt und im Untertitel erfahren wir, dass es hier um Studieren mit psychischer Erkrankung geht. Hier rechts daneben sehen wir nennen es die Tags, Chips. Es geht quasi um Inhaltspunkte, die Sie auf dieser Seite erwarten werdet. Im Fall von Maxi sind es unsichtbare Beeinträchtigungen. Es geht um Beratung, Erschöpfung und Trigger. Wenn wir weiter nach unten scrollen, sehen wir auf der linken Seite die sogenannte Persona-Karte. Hier ist eine Abbildung von Maxi und weitere Buttons. Zum Beispiel sehen wir auch, dass Maxi eben Depressionen hat. Und wenn man eben Hintergrundinformationen dazu haben möchte, kann man hier auf diesen Button-Knopf draufklicken. Und dann öffnet sich hier ein neues Modal bzw. ein kleines Fenster, wo wir eben Hintergrundinformationen zu der Beeinträchtigung im Allgemeinen liefern.
Darunter befindet sich der Knopf Selbstcheck Barrierefreiheit. Das ist ein Link, da springt man zu der Checkliste am Ende der Seite. Wir wollen aber noch die Sachen dazwischen gemeinsam erkunden, deswegen klicke ich da nicht drauf. Und hier oben rechts befindet sich ein Knopf, wo man zum Inhaltsverzeichnis springen kann, wo man dann sehen kann, was für Punkte wir aufgreifen und eben auch hier hin und her navigieren kann. Tatsächlich haben wir schon häufiger gehört, dass dieser Button hier zu dem Inhaltsverzeichnis sehr subtil ist und wir dominanter machen sollten. Blind Date ist, wie es hier ganz oben steht, noch in Entwicklung. Wir sind an einem guten Zustand, aber ja, vielleicht sieht nächste Woche doch alles komplett anders aus. Das ist jetzt übertrieben gesprochen, aber wir versuchen natürlich kontinuierlich die Webseite zu entwickeln und natürlich auch für die Besucher, Besucherinnen möglichst gut nutzbar zu machen. Grundsätzlich, wie Ann-Kathrin und Patricia schon gesagt haben, versuchen wir hier mit Blind Date einen gigantischen oder einen Spagat zu machen. Auf der einen Seite möchten wir die Informationen kompakt halten, damit sie, weil Lehrende natürlich begrenzte Zeit haben. Auf der anderen Seite möchten wir die Personas nicht nur auf ihre Beeinträchtigung reduzieren. Wir versuchen deswegen quasi alle glücklich zu machen und hier und da Kompromisse zu machen. Aber einfach nur nochmal wollte ich das aufbringen, um Ihnen vielleicht gewisse Gedanken oder Designentscheidungen, dass die Ihnen klarer werden, die wir getroffen haben. Beispielsweise haben wir hier den Abschnitt über mich, wo wir eben mehr Informationen zu Maxi erhalten, wie zum Beispiel das Alter, das Studium oder das Hobby und die Pronomen. Diese Begriffe oder diese Punkte haben wir jetzt nicht einfach hier am Anfang aufgeführt und möchten dann vergessen, um dieser Persona ein bisschen Persönlichkeit zu geben. Nein, die werden auch im Verlauf der Texte, wenn Sie die durchlesen oder sich anhören, aufgegriffen. Beispielsweise, wenn wir hier runterscrollen, kommen wir auch zu den Sprechblasen. Wir möchten nämlich die Persona selber zu Wort kommen lassen. Viele dieser Aussagen sind eben paraphrasiert von Studierenden, die sie so oder so ähnlich gesagt haben. Und wir haben uns gedacht, dass ja, Blind Date ist doch relativ viel Text, aber wir möchten, dass es schon Abwechslung gibt. Und deswegen haben wir hier diese Speech Bubbles, diese Sprechblasen auch vertont. Das sind jetzt keine KI-Stimmen, das sind von echten Menschen. Ich habe, glaube ich, meine Übertragung ohne Ton gemacht, aber wenn Sie wollen, können Sie einfach auf die Webseite gehen. Hier oben ist der Knopf Abspielen. Aktuell sieht der auf der aktuellen Webseite noch etwas anders aus, aber dann hören Sie, dass das echte Menschen sind, die dort sprechen. Und zum anderen ist es natürlich auch der Vorteil, dass wir so den Personas, den Studierenden hoffentlich mehr Persönlichkeit geben. Also eine Stimme kann da, denke ich, schon einiges ausmachen. In den ersten zwei Sprechblasen unter anderem stellt sich Maxi vor, ihren Studienalltag, die Hobbys werden aufgegriffen und erste Einblicke ins Studium gegeben. Wenn wir jetzt weiter runterscrollen, kommen wir zu dem Abschnitt Technologien und Strategien. Und hier ist es wieder so eine Spagatwanderung. Es gibt, nur weil wir jetzt eine Persona für Depression haben, kann Maxi natürlich nicht alle Personen mit Depressionen darstellen. Depressionen oder können sich so unterschiedlich auswirken, sage ich mal, und wie die Menschen damit umgehen. Deswegen haben wir jetzt Abschnitte, die auch relativ allgemein gehalten sind zu der spezifischen Beeinträchtigung. Und hier geht es eben um Technologien und Strategien im Kontext von Depressionen. Beispielsweise werden regelmäßige Pausen aufgeführt und erklärt. Ein Tagesplan ist unfassbar wichtig. Es wird das Remote-Studium angesprochen, aber natürlich versuchen wir das nicht verschönigt, sondern sehr realistisch darzustellen. Also ich lese kurz vor zu dem Remote-Studium. Zudem kann es hilfreich sein, von zu Hause aus zu arbeiten oder studieren zu können. Die Einstiegshürde kann hier als geringer empfunden werden. Unter Umständen bringt das digitale Studieren aber auch eine unfreiwillige Isolation mit sich. Also wir versuchen das wirklich, ja, sehr neutral und von allen Perspektiven zu betrachten. Ich scrolle weiter nach unten und ja, es ist viel Selbstlob, aber mir gefällt es einfach, wie wir das gelöst haben. Die Sprechblasen sehen wir hier jetzt wieder eine weitere Sprechblase von Maxi, und zwar
interagieren quasi die Personas selbst auch mit diesen allgemeinen Inhalten. Also sie greifen Punkte der allgemeinen Inhalte auf und tun die nochmal für sich persönlich kontextualisieren. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Was setzen Sie ein? Oder bieten noch weitere Hintergrundinformationen? Und jetzt wird es nochmal interessanter. Jetzt haben wir auch sogenannte Freundespersonas, die wir hier auf der rechten Seite in Form vom Alex sehen. Und zwar haben wir jetzt Maxi als Hauptpersona, wir haben die allgemeinen Inhalte und jetzt haben wir die Freundespersonas, Freunde-Personas. Und jetzt ist natürlich die Frage da, für was sind die Freunde-Personas da? Aus dem Grund, um eben nochmal deutlicher zu zeigen, wie unterschiedlich die spezifischen Beeinträchtigungen sind, aber auch um zu zeigen, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Also es gibt Studierende, die sind schüchtern, die können nicht einfach auf Lehrende zugehen und sagen, hey, können Sie bitte die Folien hochladen? Es gibt aber auch sehr extrovertierte Studierende mit Depressionen. Und so versuchen wir einfach in einem begrenzten Rahmen weiter den Horizont zu erweitern. Und was ich auch eben toll finde, ist, dass eben zwischen diesen Personas, der Hauptpersona, der Freundespersona, dann auch kleine Diskussionen starten können, wo die sagen, ja, du machst das, aber für mich funktioniert eher das aus den und den Gründen, wie wir das hier sehen können. Nicht jede Persona unserer Hauptpersonas hat eine Freundespersona, aber bei drei, vier werden sie die auf jeden Fall vorfinden. Hier sehen, wenn ich jetzt weiter scrolle, sehen wir hier eine schwarze Karte, die man umdrehen kann. Die werde ich jetzt ganz frech ignorieren, denn dazu wird Patricia mehr erzählen in wenigen Minuten. Und dann kommen wir zu dem Abschnitt Lehrveranstaltung. Wenn ich jetzt hier nochmal das Inhaltsverzeichnis öffne, haben wir mehrere Abschnitte Lehrveranstaltung, Lernmaterial, Interaktion und Kommunikation, Prüfungen und der Selbstcheck zur Barrierefreiheit. Dieser Aufbau ist grundsätzlich sehr gleich oder nahezu identisch auf jeder Persona-Seite. Die interaktiven Elemente unterscheiden sich jedoch. Und grundsätzlich ist eben der Aufbau gleich. Es gibt eben hier diese allgemeinen Texte und die Persona gibt dann noch weitere Informationen dazu oder persönliche Anekdoten, die, wie schon gesagt, teilweise paraphrasiert sind. Ich würde jetzt ein Stückchen weiter nach unten scrollen. Hier sehen wir eine weitere interaktive Komponente, dazu gleich mehr von Patricia. Und hier sehen wir auch, dass wir Videos eingebunden haben. Diese Videos haben wir selber aufgenommen. Hier in diesem Fall handelt es sich um einen Erfahrungsbericht einer Studentin mit psychischer Erkrankung. Auch hier versuchen wir natürlich, das barrierefrei umzusetzen. Wir haben also ein Video, ein normales. Wir haben ein Video mit Audiodeskription und wir bieten dann auch immer ein Transkript an. Einfach auch hier, wir möchten natürlich, dass Sie nicht nur von Text erschlagen werden. Wir möchten das breit gefächert sein und verschiedene Medien anbieten, verschiedene Möglichkeiten. Genau. Und ich scroll jetzt weiter runter und hier unten haben wir eben den Selbstcheck zur Barrierefreiheit. Auch da denke ich, dass Patricia darauf eingehen wird, weswegen ich hier runter scroll zu den weiteren Informationen. Hier sprechen wir vor allem die Lehrenden an, die gerne noch eine Stufe weitergehen würden, die wirklich die Hintergrundinformationen wissen möchten, die gerne eben mehr erfahren möchten. Und am Ende von der Seite verlinken wir dann hier eben noch weitere Ressourcen. Wenn Sie gute Quellen kennen, wie schon gesagt, wir lieben Feedback, wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie es hier in den Chat, wenn Sie da was Gutes kennen zu den entsprechenden Personas. Oder auf den entsprechenden Seiten, wie Sie hier sehen können, gibt es auch Umfragen, die Sie gerne ausfüllen können, wenn Sie die Persona-Seiten besucht haben. Am Ende ist noch der Footer. Hier finden wir nochmal Links zu den einzelnen Studierenden. Aber wir sehen auch hier noch Links zu leichte Sprache, Gebärdensprache und die Erklärung zur Barrierefreiheit. Die sind aktuell ausgegraut und deaktiviert. Einfach aus dem Grund, dass sich Blind Date noch sehr enorm in Entwicklung befindet und es sich aktuell nicht lohnen würde, hier eine leichte Sprache oder Gebärdensprachvideo aufzunehmen, weil wir das dann ge wöchentlich gefühlt ändern müssten. Also nur, falls Sie sich das gewundert haben. Bevor ich jetzt aber zu Patricia übergehe, würde ich jetzt noch ganz gerne zu Hanna gehen, weil das ist einfach eine tolle Sache, die ich gerne erzähle. Und zwar sind wir wieder hier bei Hanna beim Abschnitt Technologien und Strategien. Und wir sehen hier den Abschnitt Cochlea-Implantat und rechts daneben so eine ganz vereinfachte Illustration eines Cochlea-Implantats.
Aber was ich sagen möchte, ist, dass eben Authentizität uns unfassbar wichtig ist und es geht eben auch hier bei solchen kleinen Details. Und wir hatten hier eben diese Abbildung dieses Cochlea-Implantats und ursprünglich ging dieses Verbindungskabel zwischen der Sendespule und dem Mikrofon, ging hier unten an der unteren Stelle rein. Und dann haben wir tatsächlich das Feedback bekommen, ja, eigentlich sieht ganz schick aus, aber eigentlich ist es nicht korrekt, denn hier unten befindet sich bei dem Cochlea-Implantat meistens der Akku. Und es ist nur eine Kleinigkeit, aber wir haben gedacht, wir wollen eben authentisch sein und deswegen haben wir das angepasst. Also wir versuchen das wirklich im Inhalt und auch im Design so zu umsetzen. Ich würde sagen, so viel zu meinem Teil. Ich würde jetzt an Patricia weitergeben und die Bildschirmfreigabe von mir beenden. Dankeschön, Niklas. Dann teile ich jetzt noch meinen Bildschirm und wir gucken noch ein bisschen mehr auf Blind Date. Vorne noch, schiebe das Zoom-Fenster noch kurz auf meinen Zweitbildschirm und dann sind wir soweit. Wenn wir als Entwicklerteam über Blind Date sprechen, dann nennen wir es selten eine Informationsplattform, sondern wir nennen es meistens eine Begegnungsplattform oder kombiniert Informations- und Begegnungsplattform. Das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich denke, wir haben das ganz gut gemeistert, daraus auch wirklich eine Begegnungsplattform zu machen. Und ich finde, wer sich mit so einem Namen schmückt, der sollte natürlich nicht nur eine Textbüste liefern, wie man es vielleicht von einer klassischen Infoplattform erwarten würde, auf der eben ganz viele erklärende Texte und vielleicht ab und zu mal eine kleine Grafik zu sehen sind. Deswegen gibt es bei uns ganz, ganz viel Interaktivität, die das für den Benutzer nochmal interessanter machen soll. Niklas hat zum Beispiel schon gezeigt, dass unsere Sprechblasen alle abspielbar sind und dass man da den Personas selbst zuhören kann. Und ich stelle jetzt noch ein paar andere solche Aspekte vor. Wir haben uns insgesamt aktuell fünf interaktive Elemente ausgedacht. Sechs, wenn man mitzählen möchte, dass wir auch die Videos produziert haben, wie Niklas gezeigt hat. Nicht jede Persona hat alle diese interaktiven Elemente, aber jede Persona hat mindestens drei, die halt zu ihr passen und dann mit dem entsprechenden Inhalt befüllt. Eine dieser interaktiven Komponenten ist diese Frage-Antwort-Komponente, die wir hier beispielhaft auf der Seite von Michelle sehen. Wie der Name der Komponente vermuten lässt, kann der Benutzer der Persona hier Fragen stellen und die Persona antwortet. Das sind jetzt natürlich vorgefertigte Fragen. Ich kann nicht wirklich selber eine Frage eingeben, zumal unsere Personas sehr fiktiv sind und da nicht wirklich ein Student am anderen Ende des Bildschirms sitzt, der mit uns chattet. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, das noch zu integrieren, zusätzlich zu den Texten und Sprechblasen, weil wir da vielleicht auch mal ein bisschen persönlichere oder sensiblere Themen ansprechen können, die man in einem neutralen Text nicht unterbringen würde. Michelle hat ja Morbus Crohn und der stellen wir zum Beispiel mal wirklich ganz intim die Frage, sag mal, hast du dir schon mal in der Öffentlichkeit in die Hose gemacht? Und wenn wir dann die Komponente öffnen, einfach mit Klick darauf, dann sehen wir Michelles Antwort und wir haben ihr auch noch weitere Fragen gestellt, deren Antwort wir lesen können. Und aktuell von den Personas, die jetzt schon veröffentlicht sind, findet man diese Frage-Antwort-Komponente zum Beispiel auch noch bei Kilian. Dann die zweite Komponente, die ich vorstellen möchte, ist das, was wir Flipkarte nennen. Das ist eine relativ, ja, simple, wie eine Spielkarte sieht das aus. Die hat eine Vorder- und Rückseite. Und der Benutzer kann die, indem er da einfach draufklickt, umdrehen. Diese scheinbar simple Karte ist aber inhaltlich ziemlich wichtig, denn hier hat die Persona die Gelegenheit, mal mit Klischees über ihre Beeinträchtigung so richtig aufzuräumen. Das heißt, auf der Vorderseite findet sich immer eine Annahme, die man treffen könnte, wenn man die Persona flüchtig sieht. Unser Kilian zum Beispiel hat eine Zerebralparese und spricht deshalb ziemlich langsam. Und eine Person wie Kilian in echt trifft bestimmt oft auf das Vorurteil, dass da vielleicht eine kognitive Einschränkung dahinter steht.
Deswegen sagt Kilian auf seiner Flipkarte, nee, ich bin nicht schwer von Begriff. Und wenn wir sie rumdrehen, erklärt er uns, wie es tatsächlich ist. In dem Fall, dass eben die Zerebralparese seine Sprachmuskulatur schädigt. Diese Flipkarte gibt es zum Beispiel auch noch bei Maxi. Maxi hat ja Depressionen und könnte deswegen, wenn mal ein paar Tage gar nichts geht, bestimmt für faul gehalten werden. Und man findet sie zum Beispiel auch bei Michelle, die wegen ihrem Morbus Crohn öfter mal die Vorlesung verlassen muss und auf Toilette gehen muss und die uns aber erklärt, dass sie deswegen ja nicht desinteressiert an der Veranstaltung ist. Die nächste Komponente stelle ich wieder bei Michelle vor. Das ist unsere Kalenderkomponente oder auch eine Woche im Leben von dir, Michelle. Diese Kalenderkomponente wirkt optisch und von der Bedienung, ja, eben genau so, als würden wir durch Michelles digitalen Kalender durchgehen und reingucken. Wir haben hier die verschiedenen Tage, an denen Michelle sich verschiedene Termine eingetragen hat. Und diese Termine bieten dann, wenn wir die Texte dazu lesen, einen Einblick in einige typische Situationen der jeweiligen Persona im Studienalltag. Dabei kann man dann nochmal unterscheiden und den Text auf zwei verschiedene Arten lesen. Nämlich beim schlechten Tag, ein Tag, an dem die Persona ziemlich vielen Barrieren begegnet, und einem guten Tag, an dem sie dieselben Situationen erlebt, aber die Barrieren wurden so gut wie möglich aus dem Weg geräumt. Hier zum Beispiel ein Beispiel von Michelle. Am Montag hat sie einen Arzttermin. Das kommt bei Michelle mit Morbus Crohn leider ziemlich oft vor. Sie verpasst deswegen Vorlesungsinhalte und muss dann feststellen, dass die Folien überhaupt nicht hochgeladen wurden, sodass sie jetzt zum Beispiel, während sie im Wartezimmer sitzt, gar nicht reingucken und die Inhalte nacharbeiten kann. Wenn wir auf den guten Tag wechseln, muss Michelle trotzdem noch zum Arzt, denn wir können ihre Beeinträchtigung, ihre Krankheit mit einem guten Tag auch nicht wegzaubern. Aber in dem Fall stellt sie jetzt fest, dass die Materialien schon online hochgeladen wurden und sie kann jetzt im Wartezimmer sitzen und schon mal reinschauen. Wir können an fünf verschiedenen Tagen die Texte angucken, jeweils den guten und den schlechten Tag. Michelle hat bis jetzt vier schlechte Tage erlebt und guckt deswegen rechtzeitig von der Komponente auch ziemlich betrübt. Wenn wir aber genügend gute Tagtexte auswählen, dann ändert sich ihre Stimmung gleich und ihre Woche ist jetzt insgesamt positiv verlaufen und sie kann sich freuen. Diese Kalenderkomponente findet man aktuell auch noch bei Hannah mit Hörbeeinträchtigung. Dann haben wir hier eine Komponente, die wir entweder die Puzzle-Komponente oder etwas komplexer die Fühle, Denke, Sage, Tue-Komponente nennen, die ich hier am Beispiel von Maxi zeige. Mit dieser Komponente wollen wir aufzeigen, dass das, was in einer Persona gerade vorgeht, gar nicht unbedingt immer das ist, was man als Außenstehender auch sieht. Vor allem bei den unsichtbaren Beeinträchtigungen wie psychischer oder chronischer Art ist es super wichtig. Hier ist Maxi, wenn wir auf das Puzzleteil, was ich fühle, klicken, erfahren wir in einem kurzen Text, dass Maxi gerade auf dem Weg in eine richtig fiese Panikattacke ist. Maxi fühlt die Panik schon hochsteigen, der Puls beschleunigt sich, der Brustkorb fühlt sich eng an und in den Ohren rauscht es schon. Dabei denkt Maxi auch ziemlich schlecht über sich selbst und denkt sich, oh, ich verstehe gerade gar nichts in der Vorlesung, ich bin ja dumm und ich hasse mich und alle anderen hassen mich auch und ich falle bestimmt durch. Aber wenn wir jetzt schauen, was Maxi tatsächlich tut und sagt, dann stellen wir fest, dass Maxi überhaupt nichts davon nach außen dringen lässt. Mit Klick auf was ich mache, erfahren wir, ich sitze still an meinem Platz im Vorlesungssaal. Ich würde zwar gerne den Raum verlassen, aber da müsste ich mich an anderen Studierenden jetzt vorbeidrängeln. Ich bleib einfach sitzen. Und als Maxi dann gefragt wird, ob eine Lerngruppe am Nachmittag nicht reizvoll wäre, ist die Antwort unter was ich sage, ach nee, da habe ich keine Zeit. Also eine unverfängliche Ausrede gefunden. Das ist die Idee hinter dieser Komponente. Die findet man aktuell noch bei keiner anderen veröffentlichten Person.
Aber Sascha, also Alexander, auf dem Autismus-Spektrum wird demnächst veröffentlicht und da ist die auch auf jeden Fall geplant. Wir haben bei allen Personas, das ist ein bisschen die Ausnahme, die anderen Komponenten sind über die Personas so verteilt. Bei allen Personas haben wir Checklisten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil jeder Persona-Seite, denn hier kommen jetzt tatsächlich die Handlungsempfehlungen für die Lehrenden, was die denn umsetzen können in ihrer Lehre, um die Barrierearm für die Personas zu gestalten. Unsere Empfehlungen, was man für die jeweiligen Personas tun kann, kann man direkt auf Blind Date abhaken, wie ich hier gerade am Beispiel von Hannah zeige. Das heißt, vorher musste ich als Lehrender ja nur ein bisschen lesen, ein paar Sachen anklicken, jetzt wird es anstrengend, jetzt soll ich tatsächlich was in meiner Lehre umsetzen, flapsig gesagt. Deswegen haben wir das versucht, noch ein bisschen angenehmer zu machen oder ein bisschen, wie man so schön sagt, Eye Candy, also schöne Grafiken obendrauf zu packen. Und zwar ist es so, dass wenn ich jetzt abhake, was ich schon alles mache, dass man hier Beispiel hat, also indem ich die Barrierearmut meiner Veranstaltung erhöhe und umsetze, erhöhe ich hier rechts die Persona. Die sitzt auf so kleinen Boxen und je mehr Stichpunkte mit Empfehlungen ich abhake, desto mehr Boxen finden sich unter der sitzenden Person und der Turm, auf dem sie sitzt, wächst, um zu verdeutlichen, ja, wie viel ich als abhakende Person gerade für die Persona tue oder wie viel besser die jetzt gerade in meiner Lehre, meinem Unterricht klarkommt. Genau. Und das Letzte, was ich noch zeigen möchte, ist nochmal ein bisschen was Besonderes sozusagen. Wir haben für zwei Personas momentan für Gabriel und Hannah Simulationsspiele erstellt. Und das sind ganz kurze Minispiele eigentlich, bei denen man mal kurz sozusagen in die Schuhe der beeinträchtigten Studis schlüpft. Das erinnert vielleicht den einen oder anderen an Rollstuhlparcours oder diese verschmierten Brillen, mit denen Sehbeeinträchtigungen dargestellt werden sollen. Und wir wissen, dass das ein bisschen gewagt ist, sowas auf Blind Date unterzubringen, denn es ist sehr, sehr umstritten, Behinderungen zu simulieren. Wir wissen selbst aus der Literatur, dass das negative Effekte auf die Spieler haben kann. Denn wenn man zum Beispiel in so einen Rolli-Parcours oder so gesteckt wird, dann ist man im ersten Moment meistens total überfordert. Man kommt überhaupt nicht damit klar. Man hat das ja noch nie gemacht. Man schafft es überhaupt nicht, die Hindernisse zu überwinden. Und dann denkt man, boah, ist das schlimm, im Rollstuhl zu sitzen. Und ich bin froh, dass das mir nicht passiert im Leben. Und wenn ich hier gerade nicht klarkomme mit dem Rollstuhl, dann kommen die Rollstuhlnutzer tatsächlich, die kommen bestimmt auch nicht klar. Also die können ja im Leben gar nichts. Und das ist super gefährlich, weil das dürfen unsere Simulationen natürlich nicht mitteln. Um das besser zu machen, ist unser Ansatz zweigeteilt. Zum einen ist unsere Simulation immer geführt. Das heißt, die beeinträchtigte Person, in unserem Fall die Persona, ist immer dabei als Experte für die eigene Beeinträchtigung und kann dem Spieler helfen und Tipps geben. Hier auf dem Screen sieht man Gabriel, der gerade in seinem Simulationsspiel mit dem Spieler spricht. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist, dass unsere Simulationsspiele strategiebasiert sind. Das heißt, der Spieler wird auch in unserem Spiel wegen der Beeinträchtigung definitiv auf Barrieren stoßen. Aber das Wichtige ist, dass er sie auch überwinden kann. Die Persona erklärt ihm Strategien, die sie selbst im Alltag nutzt und bestimmt schon seit Jahren gemeistert hat. Und der Spieler lernt dann nicht, boah, ist das schlimm, diese Behinderung zu haben, sondern er lernt, hey, ich kann die Aufgabe, die mir hier gestellt wird, trotz Behinderung immer noch lösen. Ich denke, deswegen macht es auch nichts, dass wir die Beeinträchtigung nicht besonders realistisch simulieren. Bei Gabriel zum Beispiel guckt man auf die Folien, die er sich gerade anschaut, wie so durch so ein kleines Loch und der Rest ist schwarz. Wir wissen, dass eine Sehbehinderung so nicht aussieht. Und dass Hannah mit der Hörbehinderung auch nicht alles einfach total verrauscht hört.
An einem gewissen Punkt in dem Spiel sagen die Personen das übrigens auch selbst. Aber hier ist einfach das Learning nicht, wie die Beeinträchtigung aussieht, sondern das Learning ist die Vermittlung der Strategien. Dass Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrem Alltag durch die Strategien und Technologien sehr wohl gut klarkommen und fähig sind. Und auch, dass es aber manchmal reicht, ihnen ein ganz klein bisschen durch barrierearme Lehre entgegenzukommen, damit sie diese Strategien noch besser anwenden können. Ja, das war's von mir. Das war es auch allgemein von Blind Date. Ich würde dann jetzt an Gottfried geben für die Fragerunde, falls es Fragen gibt, und bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Ja, danke euch für die Vorführung. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen, die Sie jetzt gerne in den Chat stellen können. Ich fange mal mit einer Frage an. Darf ich denn diese Plattform irgendwie weiterverwenden für meine Lehrzwecke oder so? Wer möchte darauf antworten? Dann mache ich das mal. Ich habe mich hier jetzt schon angepinnt. Genau, also ja, natürlich. Uns ist wichtig, dass das, was wir jetzt entwickelt haben, natürlich dann auch in der Lehre und auch bei Lehrenden ankommt und auch genutzt werden kann. Momentan ist es ja so, dass wir noch in der Entwicklung sind. Das heißt, die einzelnen Personas können auch auf jeder Unterseite, auf jeder Personaseite, kann Feedback gegeben werden. Da gibt es diesen Umfragelink. Und wir kommen jetzt dann demnächst in die nächste Evaluationsphase von Blind Date, indem wir mit dem in dieser Phase wollen wir mit Lehrenden gemeinsam Blind Date anschauen, gucken, wie nutzen sie Blind Date, wie könnten sie die Plattform einsetzen, wo finden sie gut die Informationen, wo ist es vielleicht noch nicht so intuitiv. Also da gehen wir jetzt quasi in die nächste Phase. Und dann ist es generell so, dass wir in Shuffle alles kostenfrei zur Verfügung stellen. In dem Fall bei uns mit Blind Date ist es so, dass sie Blind Date unter CC BY ND Lizenz läuft. Das heißt also, Blind Date darf natürlich genutzt werden und gezeigt werden und man muss auf die AutorInnen verweisen. Und weil es uns ganz wichtig ist, dass die Personas eben nicht einfach nur so zusammengestückelt sind, sondern eben qualitativ wissenschaftlich erstellt wurden, ist es uns wichtig, dass nicht einfach einzelne Personas umgeschrieben werden können oder rausgenommen werden und dann zum Beispiel für den Schulkontext einfach umgeschrieben werden können, weil sie ja auf wirklich wahren Personen basieren. Dementsprechend kann man gerne mit uns ins Gespräch kommen und wir sind auch sehr bereit, da auch noch mit Adaptionen zu gucken. Aber genau, das ist die aktuelle Lizenzsituation. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage konkret. Ja, genau. Und bei der Gelegenheit stelle ich nochmal in den Chat rein. Wenn Sie da auf dem Laufenden bleiben wollen, was sich so tut und wenn auch dann die einzelnen Personas wieder rauskommen, dann vielleicht auch teilhaben kann an der Evaluation, dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter, den Newsletter des Kompetenzzentrums, und wir halten Sie da auf dem Laufenden. Gibt es noch weitere Fragen oder außer mir? Hat jemand sonst noch Fragen? Ich warte noch ein bisschen. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was ankündigen, aber wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie es ruhig rein. Also dieses Webinar war das zweite von vier Webinaren in der Serie über Teilergebnisse von Shuffle. Und wird ja aufgenommen und die Aufnahme finden Sie dann hier auch auf der Webseite für diese Shuffle-Webinar-Serie. Ich kann auch schon sagen, welche Themen in den nächsten Wochen anstehen. Wir haben ja noch zwei Webinare, einmal in 2 Wochen systematische Analyse und Entwicklung von digitaler Barrierefreiheit an Hochschulen. Da geht es eher so um Strategie und wie kann ich denn wirklich die ganze Hochschule da mitnehmen. Und dann in 4 Wochen digitale Barrierefreiheit im Hochschulkontext, Zertifikat barrierefrei lehren. Wir entwickeln da auch etwas, sodass man eben auch als Hochschullehrpersonen sich qualifizieren kann, sagen kann, ich habe da was gemacht, ich kenne mich da jetzt aus, wie man barrierefrei lehrt, nicht unbedingt Experte ist, dann um das Wissen weiter zu vermitteln, der Barrierefreiheit, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern dass man eben auch Studierende mit Beeinträchtigungen adressiert und darauf eingeht, so wie wir das gerade auch gehört haben. Jetzt frage ich nochmal, gibt es noch Fragen dazu? Wenn nicht, ist das ja auch ein gutes Zeichen. Sie können sich auch immer gerne an uns wenden.
Vielleicht posten wir noch mal kurz die Shuffle-Website. Da hat es ja auch dann entsprechend die Kontakt. Schauen wir mal hier, ob ich die gerade finde. Die heißt shuffleprojekt.de. Und da können Sie auch sehen, an wen Sie sich wenden können per E-Mail. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Aufnahme wird dann wahrscheinlich in 2 Tagen zur Verfügung stehen, wird Ihnen dann per Newsletter mitgeteilt. Vielen Dank euch an Katrin, Niklas, Patricia und wünsche allen noch einen schönen Tag und erfolgreiches Umsetzen in der Barrierefreiheit. Tschüss! Tschüss.